Die ersten von einem privaten Raumfahrtunternehmen ins All beförderten US-Astronauten stehen vor ihrer Rückkehr. Robert Behnken und Douglas Hurley dockten mit der Raumkapsel Crew Dragon von der Internationalen Raumstation ISS ab. Sie waren Ende Mai mit dem SpaceX-Modul vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral zu dem Außenposten gestartet. Es ist die erste Mission von US-amerikanischem Boden seit 9 Jahren. Landen soll das Modul nahe der Stadt Pensacola im Golf von Mexiko vor Florida. Die Rückkehr war tagelang durch einen Hurricane gefährdet, der in Richtung Florida zieht. Allerdings wird der Wirbelsturm jetzt wohl lediglich auf die Ostküste Floridas treffen.